Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Full-Face-Make-up für dich und zwar teste ich heute die Produkte aus meiner Sammlung, also nichts Neues gekauft, die am besten bei Rossmann auf der Homepage bewertet wurden. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier jetzt die ganzen Produkte, die ich dir auch unten in der Infobox verlinke, einmal mir in so eine Box gepackt und bin einfach sehr gespannt, wie die ganzen Produkte auch auf meinem Gesicht zusammen funktionieren werden. Und ich habe eine Verlosungsbox gepackt mit Produkten, upsala, die es auch bei Rossmann gibt oder auch gab. Da haben wir diese ganzen Produkte drin. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit diesem Make-up. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil hier auch Produkte drin sind, die ich schon länger nicht mehr verwendet habe. Deswegen bin ich sehr gespannt. Starten wir mit dem Primer. Ne, macht Sinn. Rival Loves Me Primer Dewy and Fresh. Den habe ich schon mal verwendet. Den finde ich gut. Also ich habe alle schon mal verwendet, aber den habe ich jetzt kürzlich erst verwendet, sage ich mal, weil der noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Rival Loves Me ist ja die neue Marke. Der ist so gelig von der Textur her und der soll halt das Gesicht zum einen etwas strahlend machen und zum anderen halt auch so ein bisschen Feuchtigkeit geben, Erfrischung geben, Freshness geben. Der ist nicht silikonig, der ist halt einfach wie so ein Feuchtigkeitsfluid-Gel, wie eine Creme. Und das ist mit Hyaluron und Aloe Vera. Ich habe mir jetzt ein bisschen nochmal was auf den Finger gegeben, weil es ist ja auch Feuchtigkeit spenden. Und mein Hals und mein Dekolleté brauchen auch Feuchtigkeit. Der Primer zieht unfassbar schnell ein. Also wenn man jetzt so mit den Fingern auch über die Haut geht, fühlt es sich nicht an, als hätte ich mir gerade eine Creme aufgegeben. Es fühlt sich einfach sehr trocken tatsächlich an. Aber meine Haut fühlt sich gut an. Man sieht auch ganz leicht, ja, wenn man es weiß, ne? Wenn man es wirklich weiß, sieht man einen Schimmer auf den Fingern und auch einen Glow auf der Haut, aber eher ganz dezent. Als Foundation verwende ich von Maybelline die Fit Me Foundation Luminous and Smooth, strahlend und ebenmäßig für normale bis trockene Haut und ich habe das hier in der Farbe 115. Die kommt hier einfach in so einem Pumper raus, huch, und man saut sich das Ganze an, wenn man das schön zeigen will, genau. Die ist so halbwegs flüssig und das gebe ich mir einfach mit einem Schwämmchen aufs Gesicht. Ich finde die Foundation toll, weil die wirklich auch für relativ trockene Haut, wie ich sie habe, gemacht ist. Also sie trocknet die Haut nicht aus und das ist mir super wichtig. Und mit so einem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen lässt sie sich auch super schnell und schön verteilen und in die Haut einarbeiten. Das geht wirklich zackig. Und sie hat wirklich dann vom Finish her ein Second-Skin-Feeling. Also es ist wie eine zweite Haut. Es hat eine super leichte Deckkraft. Also man sollte jetzt nicht damit rechnen, dass man da jetzt eine Full-Coverage-Foundation sich aufträgt. Aber das wäre auch nicht mein Ding. Ich persönlich mag das gerne, wenn man eine leichte bis mittlere Deckkraft hat. Und das hat die Foundation gemacht. Also sie hinterlässt ein strahlendes Hautbild. Das ist angeglichen, aber jetzt nicht irgendwie super krass abgedeckt. Also meine Muttermale scheinen durch, meine Sommersprossen scheinen durch, meine Rötungen scheinen durch. Ich habe die an der Kinnpartie ein kleines bisschen mehr aufgebaut, aber da kannst du auch nicht so viel mit aufbauen. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich persönlich mag nicht diese Foundations, die dir dein Gesicht quasi entfernen. Das hört sich jetzt krass an, aber so meine ich das halt auch irgendwo, ne? Also ich habe mein Gesicht und es ist, wie es ist und ich muss jetzt nicht irgendwie mega viel draufklatschen, um jetzt irgendwie eine andere Haut oder sowas zu bekommen. Ich möchte sie ein bisschen ausgeglichen haben, etwas harmonisch wirken lassen und das war's. Also ich arbeite nachher ja noch mit weiteren anderen Produkten, um dem Gesicht auch noch mehr Form und so weiter zu geben. Das heißt, so ist halt genau das Finish, was ich bei einer Foundation auch sehr, sehr gerne mag. Eine Foundation, die halt auch ein bisschen feuchtigkeitsspendend ist und auch sich mit dem Gesicht schön verbindet und alles ein bisschen ruhiger aussehen lässt. Wenn man etwas mehr Coverage, etwas mehr Deckkraft haben möchte, um gewisse Partien abzudecken, sei es Augenringe oder sei es Rötung um die Nase, Rötung an der Kinnpartie, kann man ja auch einen Concealer verwenden. Da habe ich hier von Maybelline den Instant Anti-Age Löscher Multi-Use Concealer. Den habe ich in der Farbe Fair und wie ihr seht, der ist fast aufgebraucht. Da muss ich noch ein bisschen mit haushalten, weil für ein paar Videos muss ich den noch haben, weil ich habe ja noch ein paar Videos aus dieser Reihe in petto, wo der auch noch zum Einsatz kommen wird. Aber so viel ist da nicht mehr drin. Der gibt dir jetzt nicht so die unfassbar krasseste Deckkraft ever, aber halt so ein bisschen. Das ist das, was ich eigentlich hier auch haben möchte, also von daher. Und mit dem Concealer kannst du auch ein bisschen highlighten. Das ist jetzt nicht so ein ultra heller Concealer, deswegen sind das dann eher dezente Highlights, die ich setze. Und auch den werde ich mit meinem Beauty-Schwämmchen einarbeiten.
Ich kann voll und ganz nachvollziehen, weswegen das halt einer der beliebtesten Concealer ist, den man bei Rossmann kaufen kann, weil er macht ein schönes Ergebnis. Das ist wirklich so. Ich muss natürlich aufpassen, dass er mir nicht allzu sehr in die Fältchen rutscht. Das heißt, auch wenn ich nachher gesettet habe, muss ich nochmal kurz nachsetten. Der muss ich erstmal setzen. Aber das liegt einfach daran, dass ich 31 Jahre alt bin und nicht immer unbedingt freundlich mit meiner Haut umgegangen bin. Deswegen rächt sich das halt irgendwann. Genau, hier unten hat er aber relativ schön abgedeckt. Es ist nicht weg. Ne? Das ist auch einfach eine Unebenheit, die kannst du nicht abdecken. Das wird nicht funktionieren. Aber es hat wieder hier auch wieder ein bisschen ausgeglichen und Ruhe reingebracht. Was ich super interessant fand, ist, dass relativ viele L'Oreal-Produkte auch als best rated angezeigt wurden. Die haben unfassbar viele Bewertungen bekommen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es wirklich auch Produkte sind, die länger im Sortiment sind und dementsprechend dann ja auch häufiger gekauft werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch irgendwo ihre Kunden explizit zur Bewertung aufgerufen, aber da waren teilweise echt Massen an Bewertungen darüber und halt auch durchaus positive. Keine Ahnung. Vertraust du eigentlich Bewertungsportalen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich persönlich richte mich da nämlich schon ziemlich nach, sei es bei Amazon oder sei es auch bei Beauty-Homepages. Ja, aber es ist immer so ein zweischneidiges Messer, ne? Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber trotzdem vertraue ich drauf. Es ist etwas merkwürdig. Auf jeden Fall. Das Puder, was ich jetzt zum Setten verwende, ist jetzt nicht unbedingt eins, was man so unter den Augen zum Setten verwenden sollte. Weiß ich nicht, weil da sollte man eigentlich eher so lose, helle Puder nehmen. Aber ich nehme es jetzt, weil es halt angezeigt wurde, und zwar von L'Oreal, das True Match. Und das habe ich in der Farbe Rose Vanilla. Das ist dieses hier. Das ist ein gepresstes Puder. Und das habe ich tatsächlich auch mal bei Lookfantastic gekauft. Denn auch da gibt es Beauty-Produkte. Ja, ist einfach hier ein gepresstes Puder. Hier unten drunter hat es ein Spiegelchen. Und hier so ein, ja, Pad für Touch-Ups für zwischendurch. Das Spiegelchen finde ich ganz gut. Halt wirklich, wenn man das Puder so mitnehmen würde, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Kiste. Ich nehme jetzt erstmal mein angefeuchtetes Schwämmchen und werde mal unter meinen Augen den Concealer damit setzen. Das versuche ich relativ vorsichtig zu machen, weil dieses Puder halt nochmal zusätzlich auch eine Deckkraft hat, ne? Und den Rest meines Gesichtes setze ich einfach hier mit so einem BH Cosmetics Pinsel. Den hatte ich in einem Pinselset mit drin. Ist das ein Midnight-Pinselset gewesen? Ich glaube schon. Das ist der Pinsel Nummer 2 aus dem Set. Und damit kommst du halt auch wirklich schön überall so hin, auch so zwischen hier Nasenflügel und Wange. Ich finde das Puder per se ganz gut. Was man aber da beachten muss, ist, dass es halt sehr stark abmattiert. Und wenn man nicht aufpasst und wenn man vor allem später kein Setting-Spray drauf gibt, dann wird es sehr, sehr cakey werden. Also quasi, dass die ganzen Texturen sich eigentlich eher so klumpig absetzen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber gerade so an meiner Nase, wo ich eine sehr, sehr trockene Stelle habe, werde ich nachher safe das mit dem Setting Spray brauchen, ansonsten sieht es nicht gut aus. Der Bronzer, der aus meiner Sammlung am besten bewertet ist, ist safe, der Physicians Formula Muro Muro Butter Bronzer. Ich habe noch die recht alte Variante, wo hinten drauf nicht die Farbe steht, aber ich würde mal sagen, dass es die Farbe Light ist. Keine Ahnung, ich glaube damals vor allem, ne? Als ich mir den gekauft habe, gab es noch nicht so wirklich viele unterschiedliche Farben. Und dann nehme ich mir jetzt einfach von Real Techniques einen Pinsel. Das ist eigentlich ein Blush-Pinsel. Den verwende ich aber auch unheimlich gerne, um Bronzer aufzutragen. Und ja, klopfe das erst ein bisschen ab und trage mir das dann auf. Real Techniques kann man übrigens natürlich auch bei Rossmann kaufen. Und das ist halt so ein All-Time-Favorite von richtig vielen Leuten. Also man sieht den auch viel im internationalen Bereich. Also der Butter Bronzer von Physicians Formula ist ja auch, ich würde mal sagen, das Aushängeschild von denen, von der Marke. Und das vollkommen zu Recht, ne? Weil das ist ein richtig schöner Bronzer. Man muss nur den Kokosduft in Ordnung finden. Ich bin kein Fan von Kokosduft, aber er verfliegt sehr schnell. Das heißt, ich rieche das nur beim Auftrag und danach rieche ich das nicht mehr. Also von daher ist es okay. Da komme ich damit klar. Und heute ist es warm, heute kann man auch ein bisschen mehr Bronzer auftragen, finde ich, weil es dann auch zur Außentemperatur passt. Der Frühling oder der Frühsommer kommt und ich finde es einfach großartig. Bronzer großflächig aufgetragen. Ich mag es sehr, sehr gerne, wie er sich halt verhält und dass er sich so schön ausblenden lässt, dass er auch so ein schönes Finish hinterlässt. Und ja, ist ein toller Bronzer. Gefällt mir richtig, richtig gut. Best rated, safe und auch von mir. Das bestbewerteste Blush
der bestbewerteste Blush aus meiner Sammlung ist von L'Oréal Paris, wieder L'Oréal, Age Perfect Satin Rouge, das ist dieser hier und ja, der ist in der Farbe 101 Rosewood und den tragen wir uns mal auf. Das ist halt hier einfach ein Rosenholzton. Diesen Pinsel benutze ich nicht, einen kleinen Spiegel hast du dabei, das finde ich super und ich werde das jetzt mal versuchen mit dem Bronzer-Pinsel, also mit dem Pinsel, mit dem ich eben den Bronzer aufgetragen habe, was ja eigentlich ein Blushpinsel ist. So, ne? Habe ich jetzt ein bisschen sauber gemacht an meinem Handtuch hier neben mir und gehe dann hier einmal vorsichtig rein und trage mir das dann auf die Wangen. Ja, den musst du halt intensiv aufbauen. Aber wenn man den dann richtig aufgebaut hat, der seine volle Wirkung entfalten konnte, ist er wirklich schön, weil das halt kein Blush ist, der sich irgendwie blöd absetzt oder so. Ich finde, der macht einfach auch ein schönes Ergebnis. Das Einzige, was halt generell Blushes bei mir machen, jetzt gerade aktuell, ist, dass meine Sommersprossen betont werden und dass das Ganze dann schnell fleckig aussehen könnte. Aber das ist nun mal so. Es ist meine Haut. Ich möchte ja, wie gesagt, keine Full Coverage Foundation. Wenn ich da Full Coverage nehmen würde, würde man das nicht sehen. Das eine willste, das andere musste. Und was ich halt bei diesem Blush wirklich angenehm finde, ist, dass er ein wirklich sehr natürliches Ergebnis gibt. Und du kannst im Prinzip dich damit auch nicht overblushen. Das geht eigentlich nicht, weil er so schön natürlich ist. Und er lässt einfach das Gesicht sehr frisch aussehen und gepflegt. Hat irgendwie auch einen leichten Glow, diesen Satin Glow, Satin Rouge mit dabei. Und ja, für einen dezenten Blush-Look ist das auf jeden Fall eine gute Nummer. Und da kann ich auf jeden Fall auch verstehen, weswegen dieser Blush dann so gut bewertet wird. Ich baue mir den aber trotzdem noch etwas auf, weil ich einfach gerade Lust drauf habe, ein bisschen mehr Blush zu tragen. Und ich habe heute ja auch so ein pinkes Oberteil an. Ich zeige euch das mal. Das ist Asbach uralt. Ich weiß gar nicht, 10 Jahre ist es garantiert alt. Ich glaube, es kommt von H&M. Das hat so Flügelärmel. Ich liebe solche Oberteile, die halt so richtig, richtig schön lang sind. Das ist fast ein Kleid, ne? Ich habe da einfach nur eine Leggings drunter. Und die halt so Flügelärmel haben. Das ist voll mein Style. Augenbrauen ist eine schwierige Kiste, weil ich besitze gar nicht so viele Augenbrauenprodukte. Naja, es geht, ne? Aber trotzdem. Und da dann halt eins zu finden, was auch wirklich positiv bewertet wurde. Naja, da habe ich hier den Klassiker Essence Eyebrow Designer und den habe ich hier in der Farbe Blond. Der hat hier so ein, benutze ich nicht, Bürstchen mit dabei und ist einfach so ein Stift zum Anspitzen. Ja, so ein Spoolie habe ich ja immer irgendwo hier rumfliegen. Ja, dann mache ich mir mal eben kurz die Augenbrauen. Der Stift ist ziemlich hart. Das heißt, wenn man da eine Farbabgabe haben möchte, muss man doll drücken. Das Positive an dem Stift ist aber, man kann sich die Augenbrauen damit auch sehr dezent und sehr natürlich machen. Das ist so der Look, den man damit erzielen kann, was ich in Ordnung finde. Wie gesagt, ne, wenn man halt wirklich ganz relativ natürliche Augenbrauen haben möchte. Die Farbe passt nicht so unbedingt. Sie ist mir ein bisschen zu rotstichig. Also ich bräuchte es vielleicht ein bisschen aschiger. Ist aber okay. Also ne, das ist halt auch kein Produkt, was ich jetzt aussortieren würde, sondern das behalte ich einfach, das benutze ich weiter. Ich persönlich kann aber nicht wirklich verstehen, warum der halt so gut bewertet ist. Weil es gibt durchaus bessere als den. Ich musste so lachen, als ich schon wieder dieses Augenbrauengel jetzt gezogen habe, beziehungsweise in diesem Ranking mit drin hatte, von Lavera das Eyebrow Styling Gel. Also das ist, ich weiß nicht, in dieser Reihe, die ich ja dienstags immer so mache, echt mein ewiger Begleiter, sei es bei den teuersten Produkten, bei den bestbewertesten, bei den günstigsten Produkten. Wahnsinn. Es ist irgendwie immer mit dabei. Ich habe immer noch nicht oben diesen, dieses Bürstchen verwendet, weil ich das einfach nicht mag. Und jo. Es ist einfach ein Bürstchen und das mache ich mir jetzt einfach drauf. Meine Augenbrauen lasse ich übrigens aktuell sprießen, um das mal so zu sagen. Also ich züchte sie so ein bisschen. Ich habe das immer mal wieder, so alle paar Monate, dass ich diesen Spleen habe. Wo ginge die Reise theoretisch hin, wenn ich sie nicht zupfen würde? Und das machen wir aktuell. Also wir, meine Augenbrauen und ich. Eyeshadow Base, genau. Die wollten wir jetzt nehmen. Da habe ich von Riva Loves Me die Eyeshadow Base, Glow Base and Highlighter. Und ja. Das ist halt einfach so eine mußige Eyeshadow Base, die jeden Lidschatten, den du drüber gibst, erstrahlen lässt, sage ich mal. Die trage ich mir am liebsten mit einem festgebundenen Pinsel auf. Zum Beispiel hier mit dem Real Techniques Deluxe Crease Brush. Das ist auch so ein ganz, ganz fester Pinsel, weil ich das nicht so gerne mit dem Finger mache. Also Eyeshadow Bases an sich immer gerne mit dem Finger, aber nicht diese, weil wie gesagt, die ist sehr, sehr mußig. Also wenn ich jetzt mit dem Pinsel so rein swirle, habe ich direkt so eine Kuhle drin. Das heißt, man hat das halt auch wirklich überall am Finger kleben und das mag ich nicht. Und deswegen gebe ich mir das mit Pinsel eben auf.
Die Base kann ich auch safe empfehlen. Es ist nicht nur, dass es dir den Lidschatten an Ort und Stelle hält, sondern sie gibt halt auch wirklich einen schönen Glow auf den Augen. Und wie gesagt, jede langweilige Lidschattenpalette wird dadurch aufregend. Deswegen, so rum, Empfehlung auf jeden Fall. Und ich glaube, die kostet nur 2 Euro oder so. Eine gute Geschichte. Als Lidschattenpalette habe ich eine Influencer-Palette. Ich meine, dass die super bewertet ist, ist vollkommen zu Recht. Das ist die Kisu-Palette von Revolution. Die habe ich mir gekauft damals, als ich mit YouTube angefangen habe. Und die hat halt Lidschatten und Highlighter mit drin. Einen riesengroßen Spiegel. Die habe ich dann natürlich dementsprechend schon relativ lange in meiner Sammlung. Und ich freue mich darauf, jetzt einen Look zu zaubern. Mit dem Ton 1991 wird jetzt erstmal mein Augen... Primer, Lid, wie auch immer, gesettet. Den Ton Hype, das ist so ein schöner Ockerton, nehme ich vorsichtig auf und setze ihn dann in meine Lidfalte. Der lässt sich echt schön ausblenden und ist eine schöne Übergangsphase, Phase vor allem, Farbe. Und durch die Lidschatten-Base, die ich darunter habe, von Riva Loves Me, wirkt das wie Gold. Cool, oder? Mit dem Ton Vampire und einem etwas präziseren Blendepinsel schaffe ich mir Dimension, indem ich ihn zuallererst in mein äußeres V gebe und ihn dann in die Lidfalte verblende, um die Lidfalte nochmal etwas zu vertiefen. Bei den schimmernden Farben auf meinem beweglichen Lid möchte ich mich gerne von hell zu dunkel durcharbeiten. Das sieht alles noch relativ fleckig und unruhig aus, finde ich. Also es ist immer schwierig, mit so rotbraunen Farben zu arbeiten, aber ich finde, dass wenn ich jetzt gleich die Schimmertöne drauf gebe, dass man das noch ganz gut kaschieren kann. Dann nehme ich mir zuerst mit einem Smudger-Pinsel den Ton Ivy auf und gebe mir den in meinen Augeninnenwinkel und ziehe den auch weiter, als hätte ich mir eine Cut-Crease gezogen, die ich natürlich jetzt nicht gezogen habe, wie ihr gesehen habt. Ich setze es noch so ein bisschen auf mein inneres Drittel drauf. Ich finde, dass die Farben tatsächlich deckend genug sind, um ohne Cut-Crease arbeiten zu können. Als sie die Palette rausgebracht hat, war es die Zeit der Cut Creases. Da haben alle Leute sich irgendwie eine Cut Crease gezogen. Aber ich finde, das brauchst du eigentlich gar nicht bei der Palette. Also eigentlich nicht. Den setze ich mir auch direkt hier so ein bisschen unter den Augenbrauenbogen. Dann mache ich mir den Pinsel eben kurz am Handtuch sauber und nehme mir dann die Farbe Rose Gold auf. Und setze den daneben, bis ich zu dem Ton Vampire ankomme. Ich ziehe mir die Töne ja auch immer etwas höher, also wirklich auch bis oben in die Lidfalte, weil ich mit dem Schlupflid einfach ansonsten die Farben verdecken würde. Und ich will es ja schon noch ein bisschen sehen. Und als Übergang zwischen diesem Rose Gold Ton und dem Vampire setze ich mir natürlich den Ton Mai, denn ich bin ein Mai-Kind. Mit einem ganz kleinen bisschen von dem Vampire werde ich hier nochmal die Lidfalte sehr, sehr sanft definieren. Und setze mir eigentlich nur so einen Hauch Farbe noch über die Schimmerlidschatten quasi drüber. Mit dem Smudger-Pinsel gehe ich jetzt für meinen unteren Wimpernkranz in die Farbe Malediven. Und das kommt jetzt an den unteren Wimpernkranz, einfach nochmal, um so ein bisschen Farbe reinzubringen. Ich finde, das macht das alles nochmal so ein bisschen maritimer und irgendwie ein bisschen niedlicher, lustiger, ich weiß es nicht, weil es halt irgendwie einfach so dieses Durchbrechen von oben ist alles irgendwie so einheitlich, Farben sind aufeinander abgestimmt und dann bam, Türkis drunter. Das ist so cool. Und nicht nur wegen dieser unheimlich wundervollen Farben, die sich in der Palette befinden, ist es eine meiner Wird-immer-bleiben-Paletten, sondern auch, weil das für mich so ein bisschen halt den Anfang meiner YouTube-Zeit auch da widerspiegelt, sage ich mal. Ich glaube, das war auch das erste Produkt, was ich verlost habe. Das war die erste Palette, die ich mir so in dem Umfang geholt habe und das, womit ich halt auch so geübt habe zu schminken. Deswegen mag ich die einfach richtig gerne und weil sie halt auch gut performt. Also ihr seht ja, ich habe keinen Fallout, nichts. Die Farben haben gut performt. Manche Farben musst du einfach ein bisschen mehr behandeln, damit du mit ein bisschen mehr Liebe rangehen, um die halt schön hinzukriegen. Nicht jedes Mal wird der Look irgendwie auch fleckenfrei oder so. Also ich finde, dass es immer noch recht fleckig aussieht, aber es ist für mich eine Herzensangelegenheit. So, und deswegen bin ich froh, dass diese Palette auch unter den am besten bewährtesten Paletten von Rossmann ist. Ich verwende ein Setting Spray und zwar das Essence You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Das ist dieses hier.
Damit sette ich einmal alles soweit in meinem Gesicht und ja, bewirke, dass die ganzen Texturen sich miteinander verbinden und alles etwas mehr flawless aussieht. Dann nehme ich mir noch mein Schwämmchen und gehe einmal kurz über die Base drüber. Wir waren bei Influencer-Produkten und da bleiben wir jetzt auch. Und zwar hat Maxime Giacomo zusammen mit Lovia eine Palette rausgebracht, die natürlich auch wundervoll bewertet wurde auf Rossmann und dies halt auch bei Rossmann im Onlineshop zu kaufen gab. Und ja, das verwende ich jetzt als Highlighter. Ne? Da ist auch direkt schon ein Pinselchen mit dabei. Das ist dieser hier und der ist echt klasse dafür. Ich verwende wirklich gerne die Farben Shook und Can't Relate zusammen. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen viel drauf. Oh, da muss ich aufpassen, denn die Palette ist unfassbar krass pigmentiert. Also damit zauberst du dir halt ein krasses, aber wirklich wundervolles Highlight. Das ist jetzt dezent. Man kann intensiver, ne? Also, ja, ich klopfe es ab. Aber wenn man es halt nicht abklopfen würde, dann würdest du bis zum Mond und wieder zurück gebeamt werden mit diesem Glow. Da haben die echt ein wundervolles Produkt rausgebracht. Holla, die Waldfee. Ich mag diesen Glow. Das ist echt eine schöne Palette. Als nächstes verwenden wir einen Eyeliner, einen Kajal-Eyeliner, und zwar von Alterra in der Farbe 02 Brown. Und damit mache ich jetzt einfach eine kurze Wimpernkranzverdichtung. Warum der jetzt so 1A bewertet wurde? Keine Ahnung. Also für mich ist es einfach ein ganz normaler Kajal-Stift. Als Mascara verwende ich von Maybelline die Lash Sensational Mascara und da kann ich vollkommen verstehen, weswegen das eine von den am besten bewertesten Produkten, Mascaren von Rossmann ist, weil die ist echt gut. Die hat ein gebogenes Gummibürstchen, was, wenn du die oberen Wimpern tuschst, du auch in dieser Position verwenden solltest, also quasi, dass die Wölbung nach oben zeigt und nicht so rum. Genau, nach oben hin hat das etwas längere Gumminuppen, nach unten hin etwas kürzere und ja. Die wird jetzt mal verwendet. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist einfach der Hammer, Leute. Ich meine, nicht jeder mag das, ne? Wenn dann die Wimpern so wirklich dick gemacht werden und man halt so extreme Wimpern bekommt. Ich persönlich liebe diesen Look. Es ist ein bisschen schwierig, damit zu arbeiten, weil du halt richtig viel Produkt auf dem Bürstchen hast und dann halt auch damit arbeiten musst. Du musst es verteilen und so. Aber das macht das Bürstchen echt klasse. Und das ist halt auch eine Mascara, die tackert dir die Wimpern fest. Das heißt, der Schwung bleibt. Ich habe jetzt ja gerade keine Wimpernzange verwendet. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Oh, Wimpernschere vor allem, ja. Genau, und die Kaffeemaschine spült. Sie möchte sagen, du hast seit einer Stunde keinen Kaffee getrunken, Claudi, du musst mal wieder einen Kaffee trinken. Okay, okay, ich hole mir gleich einen Kaffee. Zurück zur Mascara. Ich mag sie richtig gerne und ich kann sie empfehlen, wenn man Bock auf solche Wimpern hat. Ne? Also ich finde, das ist ein schöner Klimper-Wimpern-Effekt. Ich werde auch immer, wenn ich die trage im Alltag oder wie auch immer, wenn man dann mal Besuch hat oder wenn man Leute trifft, darauf angesprochen. Letztens sagte meine Stiefschwiegermama in Spee, Claudia Klimper nochmal mit den Wimpern. Das ist echt Wahnsinn. Also ich finde die großartig. Ich mag die richtig gerne. Ja, und das ist echt ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Lippenkombi, die ja, sich ergeben hat aus den Best-Rated Products, ist mal wieder etwas knalliger geworden. Da habe ich einmal den Max Factor Color Elixir Lip Liner, den ich von der lieben Suna mal geschenkt bekommen habe. Und ihr seht, es ist rot. Der ist super cremig, super haltbar und ich mag den einfach richtig gerne. Das Einzige, was mich hierbei stört, ist, dass es Plastik außen drum zu ist. Also wenn du das anspitzt, ist es halt Plastik und das wird auf Dauer deinen Anspitzer halt sehr stumpf machen. Es ist halt echt ein richtig schönes, leuchtendes Rot, was die Zähne weiß aussehen lässt, nicht unbedingt zum Oberteil passt, aber ich mag rote Lippen. Und um das ganze Geschehen auf den Lippen haltbarer zu machen, gebe ich mir den halt auch wirklich immer über die ganze Lippe und nicht nur als Liner. Und, huch, da ist mir jetzt die Kappe umgefallen. Ja, den finde ich auch echt schön und da kann ich auch wirklich nachvollziehen, weswegen der so gut bewertet ist, zumal der auch einfach sehr, sehr haltbar ist. Man könnte jetzt theoretisch einfach einen Gloss drüber machen und das war's. Ich gebe mir jetzt einen Lippenstift drüber und zwar von L'Oreal aus der Color Riche Reihe müsste das, glaube ich, sein. Weiß ich nicht. Le Rouge Lumière 105 B
Beautiful Rosewood. Das ist dieser hier. Ich glaube, den habe ich aber mal von der lieben Lea geschenkt gekriegt. Das ist nämlich einer, der hat so einen Pflegepunkt in der Mitte. Und der ist jetzt nicht knallerot, der ist mehr so ins Rosige fast schon. Also wenn man den so aufträgt, ne, das ist mehr so ins Pinkige und weniger ins Kirschrote oder sowas. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal on top. Und das sieht doch hübsch aus. Also ich finde diese L'Oreal-Lippenstifte auch wirklich zu Recht sehr gut bewertet, weil die halt auch diese Pflegewirkung mit dabei haben und du halt nicht das Gefühl hast, dass dir der Lippenstift jetzt über den Tag irgendwie die Fältchen blöd betont oder sowas, sondern es sieht alles so schön gepflegt aus, als hätte man sich auch eine Lippenpflege drunter gegeben, weil ja auch eine Lippenpflege drin ist. Also von daher Daumen hoch auch von mir. Also wie ihr gesehen habt, die Produkte, die so gut bewertet wurden, haben auch mir sehr gut gefallen und da würde auch ich einen Daumen nach oben geben, jetzt nicht unbedingt bei allen, aber bei den meisten halt. Und im Zusammenspiel, ich meine, da muss ich ja wirklich mal jetzt hier unten in den Spiegel schauen und sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir richtig, richtig gut und ich fühle mich wohl mit diesem Look. Und ja, ich finde, das sieht sehr strahlend aus. Und das Einzige, hier an der Nase setzt sich gerade die Foundation ein bisschen ab und der Concealer und das Puder und alles. Liegt aber einfach daran, dass ich aktuell eine enorm trockene Nase habe. Wollen wir gar nicht drüber reden. Das liegt an der Hautbeschaffenheit und nicht an den Produkten. Ansonsten, es sieht gut aus. Es sieht frisch aus. Es sieht, ich finde es gut. Ja, mir hat es gefallen. Denk auf jeden Fall an die Verlosung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!